Hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Hehe. Grüß dich, Hamster. Der ist AFK. Wer rennt hier rum? Im Kreis. So, bevor ich jetzt hier weitermache, ich weiß gar nicht mit was, gucken wir gleich, will ich nochmal kurz auf einen Post im Forum eingehen. Besser gesagt auf dem Portal auf dcr.bz. Ist schon einige Tage her und zwar wurde da das neue Tutorial vorgestellt. Das geht so. / Tutorial und damals, als ich auf die Map gekommen bin, Anfang des Jahres, war das im Januar, als der Server gestartet ist, ich bin nicht mehr ganz sicher, hat man am Anfang hier noch ein Schiff gesehen in diesem Tutorial. Und man musste eben da durchgehen und hat dann hier solche Sprüche gehabt, oder was heißt Sprüche, Hinweise eher, die man sich aufmerksam durchlesen musste. Und zum Schluss hat dann der Einbürgerungstest gewartet. Den muss ich natürlich nicht mehr machen, da ich schon eingebürgert bin auf Dinecraft. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Und zwar klickt ihr euch jetzt so durch die Karte, also ihr müsst da nicht mehr durchlaufen, sondern es wird alles so erklärt, indem ihr dann jetzt hier zum Beispiel den Spawn sieht und dann im Text habt ihr dann hier eine Erklärung dazu und dann drückt ihr einfach auf Weiter, wenn ihr fertig gelesen habt. Das solltet ihr schon machen, das Durchlesen. Dann hier das Portalhaus, Portale, nochmal Portale zu den Gebieten, Rathaus und mit Shopstraße, alles was eigentlich so wichtig ist, Chatfarben, Lizenzen, hier ist die Shopstraße, die Händler, Hotels, Container und so weiter und so fort. Ich breche jetzt hier einfach mal ab. Und bin wieder am Spawn. Also die es noch nicht gemacht haben, sollten es vielleicht trotzdem nochmal machen. Auch die, die damals den Test schon bestanden haben und hier schon eine ganze Weile drauf spielen. Ich habe es auch nochmal gemacht, um so ein bisschen die Regeln bei mir aufzufrischen. Und ich meine, eine Minikarte oder Optifine und sowas ist erlaubt als Mod. Wenn ich da jetzt irgendwie was falsch verstanden habe, dann sagt Bescheid, dann muss ich das natürlich wieder runterschmeißen. Aber ich meine, ich hätte damals schon gelesen, Minikarte wäre jetzt nicht verboten. Klar ist natürlich, wenn man jetzt bei irgendwelchen Events mitmacht, dass man die dann, ich sag mal, fairer halber deaktiviert, weil irgendwo kann es doch schon dann vielleicht für Events ein Vorteil sein, wenn man da so eine kleine Overview-Map hat. So, ist auch egal. Wir gucken mal, wie sieht es denn bei uns im Shop aus. Home GS. Hoho. Ach ja, ich habe hier übrigens, weil das so schön warm ist jetzt momentan, hier einen kleinen Hitzebrecher hingebaut. Rein ins kühle Nass, also wem es hier zu heiß wird, ne, der kann sich gerne hier reinsetzen. For free. So, genau. Boah, ich brauche unbedingt Essen. Knochenmehl auch, Eisen ist noch ein bisschen was drin, weiße Wolle ist aber auch schon fast leer, ey. Die war mal voll. Und Gras will wohl keiner haben. Gras vor allem, das klang gerade ein bisschen blöd. So. Oh, wer hat mir den Keks geschenkt? Ist aber nett. Ich habe keinen Hunger gerade. Ich habe auch so keinen... Ihr seht, das alles ein bisschen durcheinander hier. Ist auch jetzt egal. Ich hab gar kein Fleisch mehr. Und ich muss, glaube ich, mein Minecraft mal neu machen. Ich habe jetzt versucht, die Minimap mit Optifine gleichzeitig zu installieren, aber... Die Minimap benötigt den Light Loader, glaube ich, heißt der. Und dann kann man aber Minecraft nicht mit Optifine starten. Das heißt, wenn ich jetzt da, wo ich zoome, drücke, dann nimmt er hier die Zoom-Stufen auf der Minimap. Und es geht wohl über Forge, Optifine zum Laufen zu bringen. Da wird aber die Voxel-Map irgendwie nicht erkannt, weil die eben mit dem Light Loader funktioniert. Es muss wohl irgendwie auch mit Forge funktionieren. Ich habe es probiert und... hin und her, aber es klappte nicht. Es klappte einfach nicht. Wer da irgendwie weiter weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Da würde ich mich freuen, wenn das nämlich beides funktionieren würde. So, und ich denke mal, eigentlich müsste ich jetzt farmen gehen. Aber das machen wir ja so immer schon zwischendurch. Ich bin mal so, auch dadurch, dass ich jetzt diese Map da unten habe, ein bisschen auf dem Server rumgelaufen. Hab auch jetzt geguckt, dass ich so ein paar Gebiete halt in... der gesamten Karte frei bekomme. Und da ist mir doch aufgefallen, dass bei dem Gebiet Rosensee, was das teuerste ist, glaube ich sogar. Ich meine, es wäre das teuerste. Ich kann ja mal... Also Skyline ist schon heftig.
Da bist du aber, glaube ich, so mit 50.000 dabei. Gucken wir mal. Höhö. Ach, hier ist beim Burj Al Arab startet man. Da hinten irgendwo ist mein Haus. 62.000, okay. Hui. Ja, ich sag ja, ein bisschen Lex habe ich hier irgendwie. Oh, das ist 114.000, ist aber ein großes. Oh, heftig. Ich glaube aber, dass hier die Grundstücke überwiegend so um die zwischen 50 und 120.000 sind. Jetzt gehen wir wieder zum Portal und schauen uns mal bei Rosensee um. Ich habe auch gesehen, dass da schon einige wohnen und nicht mehr nur diese Beispielhäuser. Oh, ich habe einen Buff. Was ist das eigentlich? Ach, Eile beim Abbauen. Und ich habe auch gesehen, Takatuka an der Küste sieht ja echt so ein bisschen karibikmäßig aus. Das wäre natürlich. Wo ist denn jetzt hier Rosensee? Bin ich blöd? Ach, da. Oh, hier schön. Asphalt. So, das ist ein Musterhaus. Oder Beispielhaus. Auch cool, wie das hier so Rasenmäher darstellen soll. Die Spuren davon. Oh, hier wohnt schon jemand. Das ist der Joker, der hier wohnt. Er ist doch, glaub, auch mal irgendwie Mod oder Supporter gewesen. Oder nee, beim Ordnungsamt. Wenn er nicht sogar noch da ist. Ich weiß das immer nicht, wer dann aktuell gerade ist. Hat leider die Tür zu. Ich hatte ja schon mal gesagt, wenn ihr jetzt besonders cooles Haus habt oder so und ihr möchtet, dass ich das mal in der Aufnahme zeige. Bitte keinen Köpfer. Ja, geht ja nicht. Pui. Oh, toll. Wo ist denn hier die Leiter? Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Das meint er wohl mit Köpfe. Hast du jetzt davon? Okay, dann nochmal. Also, wenn ich euer Haus mal zeigen soll, wenn ihr jetzt meint, ihr habt besonders cool gebaut. Es gibt ja auch immer diese Ausschreibungen auf Forum, jetzt nur noch monatlich. War mal wöchentlich irgendwie das schönste Haus. Aber müsst ihr mal gucken, wer sich da bewerben will. Und ich kann da euer Haus auch mal zeigen. Also, ich werde jetzt nicht ein kleines Seehaus zeigen, wenn es nicht irgendwie besonders ist. Aber zum Beispiel hier so eine Villa, weißt du, wie MTV Cribs oder so. Hier wohnt Sumsi. Also, wir können da. Oh, hat aber noch nicht so viel hier drin. Noch recht leer. Aber ich finde das cool, wie die so den Garten und so hinten bauen, weil man hat ja hier auch so einen Anschluss ans Wasser. Ja, zum Beispiel einen Steg gebaut. Könnte man sich noch ein Boot hinbauen. Übrigens gibt es ja auch den Yachthafen, wo man das Grundstück oder besser gesagt so einen Pachtplatz mieten kann und da dann eine Yacht drauf bauen kann. Hier wohnt die Shinny Lilly. Ist aber auch noch nicht so weit. Ah, da ist das nächste Haus. Direkt neben dem Musterhaus. Oh, schön, hier kann man sprinten. Nice. Das finde ich gut. Das müsste überall sein in der Stadt. 2KZZ und hier 80.000. Okay, doch nicht über 100, aber ihr seht schon, für 80.000 ist das echt riesig hier, die Fläche. Ich glaube, am Wasser ist es dann schon deutlich teurer. 91.000, also hier mit den Wasserplätzen und Spielplatz. Hä? Was war das? Lol. Ach, hier ist eine Platte drauf. Habe ich schon gewundert, wie aktiviert er das denn bitte? Ich will schaukeln. Oh, das kriegt er gar nicht hin. Ach, egal, komm, weiter. Dafür können wir rutschen. Hui, das habe ich glaube ich schon mal gemacht damals beim Rundgang. Also da habe ich ja mal so ein paar Gebiete gezeigt. So, wir machen mal hier in der Richtung weiter. Weil es gibt hier. Oh, jetzt bin ich ja ans Mikro gekommen. Tut mir leid. Aber die Nase juckt gerade. Ah. So, irgendwo da hinten ist dann so ein Wendekreis und da stehen, glaube ich, zwei Häuser. Die haben auch einen ziemlich coolen Garten gebaut, die beiden. Mal gucken, ob ich es finde. Und ich krieg schon wieder Hunger. Ich habe kein Fleisch mehr. Heftig. Na, ich bin auch viel rumgerannt über die Map und über die Gebiete. Und da ist mir schon aufgefallen, also die kleineren Gebiete mit den billigeren Grundstücken, die sind ja weiterhin bebaut, aber
Jetzt hier Rosensee habe ich zum Beispiel gar nicht mehr beachtet, ne, dass hier schon was passiert ist. Gut, ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr her. Was kostet denn hier zum Beispiel? Hier sind wir schon bei 109.000. 77.000? Oh, das ist schon wieder ein Spielplatz. Ich hoffe, ich finde jetzt, da ist auch Jump'n'Run. Wo geht das eigentlich los? 72.000. Ach, hier geht's los. Ah, ich bin da so schlecht. So, dann will ich doch mal sehen, ob ich jetzt die Stelle finde mit den beiden Häusern an diesem Wendekreis. Weil wenn nicht, dann muss ich mal die Karte öffnen. Ja, machen wir auch. Hui! Okay, einfach jetzt so rüber. Oh, krass, seht euch das Haus mal an. Heftig, echt. Das kann doch nicht. Wie groß das vor allem ist. Warte mal, das ist doch bestimmt irgendeine Anlage. Das gehört doch keinem. Weil die Grundstücke sind doch alle viel kleiner. Aber wir sehen jetzt, hier ist Walmart. Ich habe jetzt auch hier so Punkte gesetzt. Eigentlich sinnlos, aber ich bin dann jemand, wenn ich so eine Karte habe, dann richtig. Hier sind wir gestartet. Und da sehen wir doch, dass auch hier was passiert ist. Hier baut jemand. Da unten. Da sogar ein. Gehört das ihm? Weiß ich nicht. Ja, man muss halt mal hinlaufen. Wir gehen aber mal darüber. Das heißt, hier querfeldein. Es haben nicht genügend Spieler an der Runde teilgenommen. Ist komisch, irgendwie machen wenig bei Dialotto mit. Ist mir auch mal aufgefallen. Ich habe es jetzt auch paar Mal probiert, aber immer sind es zu wenig. Bin ich richtig? Nein, ich laufe falsch. Oder doch? Nee, ich bin ja richtig. Aber ich hätte abkürzen können. So. Warte mal, hier kann ich doch abkürzen. Wobei, wir gucken mal, wer hier wohnt. Dann nehmen wir gleich alle mit. Da haben wir hier Betrüger. Ob er sich das legal erworben hat. Hier ist der Tennisplatz. Da sind wir auch schon mal gewesen. Oh nein, komme ich jetzt da drüber? Ja. Fini. Hä? Ah ja, der Platten hingelegt. Hier kommt bestimmt ein fetter Pool rein. Oder ein See. Also hier kann man echt richtig pornös bauen. Der hat auch noch offen. Aber ich denke mal, so viel ist noch. Doch, er hat es auch eingerichtet. Also ich nehme mal an, du hast da noch keine Tür. Dann darf ich auch mal hier rein. Oh, das sieht aber cool aus. Keine Ahnung. Geht nicht. Oh. Hallo. Ist das seine Küche? Hier ist echt dunkel. Muss mal Licht machen, Junge. Aber sieht eigentlich cool aus, so die Inneneinrichtung. Was ist das denn für eine. Ach so. Ich dachte schon, das soll eine Badewanne. Sieht schon aus wie ein Badezimmer. Aber was ist das? Oh, hier hat er schon richtig prunkvoll gebaut. Oder sind wir hier nicht schon mal gewesen? Doch, warte mal, das kenne ich doch. Kronleuchter sieht auch schick aus. Das kommt mir bekannt vor hier, dieses Gitter. Gitter sag ich schon, Geländer. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Es kann sein, dass wir hier doch schon mal gewesen sind damals. Aber da war es noch nicht so cool eingerichtet. Gehen wir mal weiter. Ich möchte eigentlich schon öfter solche Server-Rundgänge machen. Hier habe ich wieder Eile. Wen haben wir denn hier drüben? Herr Kleinkind. Was wird das? Oh, da ist ja auch noch nicht viel passiert. Er hat schon mal. Also hier vorne lässt sich ja schon erahnen, in welche Richtung es ungefähr geht, ne? Vom Baustil. Jetzt erzähl mal bloß nicht, dass ich mich mit irgendwelchen Baustilen auskenne. Aber sieht schon nicht schlecht aus. Schön mit Säulen. Ja, da kann ich mir echt noch ein bisschen. Hier sieht wahrscheinlich eine Garage reinkommen oder so. Da kann ich mir echt teilweise noch ein bisschen was abgucken. Und hier haben wir Dragon Forces. Der hat sogar einen eigenen Tennisplatz.
Bäm. Oh nee, das war dumm. Oh, das sieht auch gut aus. Schön protzig auf jeden Fall. Hier hat auch ein Rasenmäher. Wobei zwischendurch fail da ein bisschen. Ja. Das sieht auch noch nicht ganz fertig aus. Was ist das denn? Oh, diese Türen hier, ne? Die finde ich ja echt cool. Irgendwie sieht. Nee, er ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Da unten ist noch Wiese. Boah, ey. Das lässt sich was kosten, ey. Das sage ich euch. So, da sind wir ja eigentlich schon hier an dem. Tatsächlich doch. Dein Ernst? Dieses fette Grundstück gehört wirklich Dragon Forces. Oder Dragon Force X3. So rum. Ach, guck mal. Hier steht auch der Bauwagen, der im Forum steht. Und das ist wohl mal das schönste Gebäude gewählt worden. Ah, ist wirklich cool gemacht. Was ist das denn? Da sitzt einer, da haust einer drin. Oh, mit Bett oben drauf. Na klar, also wer ein Camper ist, ne, der will natürlich die Sterne sehen beim Campen. So, gehen wir nochmal eine Runde durch den Garten. Und wie gesagt, soll ich euer Haus zeigen, wenn es fertig ist? Dann sagt Bescheid. Schreibt mir einfach eine PN. Und ich guck mal, dass ich dann solche Folgen mit einbaue. Also auf jeden Fall einen schönen Wasserfall. Auch viel mit Detail hier, wie das bewachsen ist, der Boden und so. Und Leere. Ach ja, noch was. Hätte ich gleich zum Anfang sagen sollen des Videos. Ich weiß ja nicht, wie ihr das immer bis zum Ende hin anschaut. Ich hoffe schon. Nicht immer wegdrücken, bitte. Heute ist Freitag. Morgen gibt es wieder ein Event. Und zwar Elytra-Rennen. Das heißt, ihr müsst durch einen Parcours fliegen. 20 Uhr geht's los. Ich bin leider nicht da. Also, ich bin bei meiner Familie. Nimm zwar den Laptop mit, aber ich. Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich um 8 da bin, aber. Je nachdem, wie ich Bock habe. Und am Sonntag ist dann 17 Uhr Labyrinth. Und irgendwie wird das wohl benannt, folgt eurem Bauchgefühl, denn das Labyrinth ist wohl sehr anspruchsvoll. Ja, also wieder ein Eventwochenende. Wer wohnt hier? ADG. Ah, da haben wir auch noch einen. Da gucken wir nochmal eben nach. ADG und Fallerino. Oh, komme ich nicht drüber. Interessant finde ich ja, oh, auch eine coole Garage. Auch noch nicht ganz fertig. Aber interessant finde ich immer den Garten. Wobei er hat noch nicht so viel gemacht im Garten. Ja, ich würde mir ja wünschen, dass die Gebiete viel voller sind. Leider ist Rosensee jetzt noch so vereinzelt nur. Aber klar, ist auch nicht so günstig jetzt, ne? Ah, hier wohnt Bundeswehr, oder was? Hier wohnt er nicht, aber es gehört ihm. Ah, da, er wohnt, glaube ich, hier unten drin, ne? Ha. Darf ich nicht tun. Er hat sich nur einen Bunker gebaut. Klar, ist ja auch bei der Bundeswehr. Nein, also solche Serverrundgänge würde ich öfter machen. Ich überlege auch, ob ich da nicht vielleicht einfach immer mal ein paar Gäste einlade. Vielleicht mal andere YouTuber, also hier vom Server oder auch so. Aber das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall soll das schon noch kommen mit Gästen. Professor Cave. Na, ein Professor kann sich ja so ein Haus leisten. Aber anscheinend keine Inneneinrichtung. Da muss er noch ein paar Semester halten, würde ich sagen. Oh, das ist ja süß. So einen großen Pool hat er jetzt auch nicht. Aber da komme ich wenigstens raus. Ja gut, wie gesagt, guckt einfach morgen und am Sonntag bei den Events rein. Schaut auch immer mal im Forum, wenn die Ankündigungen sind, bewerbt euch für das schönste Haus auf dem Server. Und ich danke fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.